Hi, hallo und herzlich willkommen zurück auf der Lobbystage des University Future Festival. Wir haben jetzt gehört, die offizielle Bezeichnung ist das UFF und nicht das UFF, weil es einfach kürzer ist. Mit mir steht hier Janosch Schindler. Er arbeitet bei der im letzten Jahr neu gegründeten Stiftung für Innovation in der Hochschullehre und ist dort verantwortlich für eine von drei Säulen, nämlich für die Säule der Projektförderung. Janosch, erzähl uns vielleicht ein bisschen erstmal was über dich ganz kurz. Wer bist du, wo kommst du her? Und dann sprechen wir über die Projektförderung. Gerne, vielen Dank. Ich bin stellvertretende Leitung des Bereichs Projektförderung und ich bin vom Hause aus Soziologe und komme jetzt aus der Hochschul- und Wissenschaftsforschung, war kurz in der QM-Praxis und bin dann bei der Stiftung gelandet. Also ein perfekter Kandidat. Janosch, ihr habt die Säulen der Projektförderung, des Wissenstransfers und Austauschs und der Vernetzung. Du arbeitest jetzt in der Projektförderung und da ist die Stiftung mit einem Kracher gestartet, würde ich sagen, im vergangenen Jahr, nämlich mit der Ausschreibung Hochschullehre durch Digitalisierung stärken. Das war ein sehr, sehr umfangreiches Förderprogramm. Wie viel Geld habt ihr in die Landschaft hinausgeschickt und erzähl uns ein bisschen was über diese Förderrunde. Ja, das war natürlich eher ein Kracherstart, da hast du schon recht. Das sind über die gesamte Projektlaufzeit so Pi mal Daumen 350 Millionen Euro, die da an die ungefähr 140 Projekte gehen. Und das war toll. Also wir sind nach wie vor im Aufbau und das war der Start dieser Organisation. Und auch wenn das anspruchsvoll war, hat das ganz viel Spaß gemacht in dem Team zu arbeiten. War die Nachfrage in etwa so, wie ihr es erwartet hattet, oder war der Run größer, als ihr gedacht hättet? Also die Gutachterinnen hatten schon was zu tun. Es war schon so, dass ausgewählt wurde. Und das war auch ungefähr unsere Erwartung. Okay, weil also es gibt ja tatsächlich, das war ja insofern für die Hochschulen eine gewisse Begrenzung. Wir konnten uns ja an einem Projektantrag als Lead beteiligen und dann noch an einem weiteren Projektantrag im Konsortium beteiligen. Ja. Ich glaube, das hat das Ganze auch so ein bisschen kanalisiert für euch. Da ist wahrscheinlich euer Plan auch genau aufgegangen, dass das passiert. Die Projekte gehen ja wirklich quer durch die Bank. Da ist von Prüfungen über hybride Lehre an ganz vielen Stellen was dabei. Habt ihr mit der jetzt so, also in der Rückschau, einfach zu sagen, wir machen eine Ausschreibung zur Digitalisierung. Haben sich eure Erwartungen da an der Stelle erfüllt? Naja, das Thema lag irgendwie auf der Straße aufgrund der Pandemie und aufgrund des Zeitrahmens, den wir hatten. Wir wollten sozusagen das Geld, was wir ja auch für 21 zur Verfügung gestellt bekommen haben, an die Hochschulen bringen. Und von daher, ja, das war eine bewusste Entscheidung, sozusagen die Anzahl der Anträge zu reduzieren, um das intern handhabbar zu machen auch für den Begutachtungsprozess. Ja, und inhaltlich waren wir sehr gespannt und hatten wir aber sozusagen gar nicht wirklich die Zeit, uns große Erwartungen zu bilden. Also wir waren sozusagen vollauf damit beschäftigt, das auf Schiene zu bringen. Und jetzt retrospektiv ist es schon beeindruckend, was für eine Vielfalt da rausgekommen ist. Ja. Ich glaube auch die Verbünde, ne, wir sprechen seit Jahren darüber, dass an vielen Förderungen immer einzelne Hochschulen sich an der Stelle beteiligt haben, Einzelprojekte aufgebaut haben und dass da doch ein großer Wunsch da war zu sagen, wir wollen dadurch diese Projekte dann auch in die Verstetigung bringen, dass wir sagen, wir machen nicht ein Projekt an einer Hochschule, was die Hochschule dann auch recht einfach wieder kippen kann, wenn einfach das Fördergeld wegfällt, sondern wir machen es an mehreren Hochschulen, sodass da ein Verbund entsteht, der dann wahrscheinlich ja auch über die Projektlaufzeit hinaus an der Stelle laufen wird. Ist das ein Konzept, das ihr für die kommenden Ausschreibungen so weitermachen werdet? Erzähl ein bisschen was über die kommenden Ausschreibungen. Da ist noch nicht so viel spruchreif. Ich kann aber sagen, es gibt eine zeitnah eine neue Ausschreibung und die wird ganz anders als diese strategisch-strukturelle. Also die Vorteile, die wir gerade besprochen haben, mit denen dadurch, dass das über die Hochschulleitung lief und die Anzahl der Anträge reduziert war, die waren jetzt hilfreich, aber das werden wir natürlich auch anders machen. Und die jetzt neue Ausschreibung, die im kommenden Jahr kommen wird, wird keine strategisch-strukturelle sein, also wird nicht auf Ebene der Hochschulen sein. Aber, und da wird mein Kollege Ivo van der Berg sicherlich was zu sagen, auch dieses Element der Vernetzung, das ist uns schon sehr inhärent und sehr wichtig, sozusagen dieser Vernetzungsaspekt
unter anderem aus dem von dir genannten Grund. Mhm. Ja. Mit Ivo Vandenberg schließen wir gleich. Wir sind nämlich jetzt gerade ein bisschen was Besonderes, denn wir haben noch zwei weitere Gesprächspartnerinnen und Partner. Deswegen, Janosch, ich danke dir ganz herzlich, ja, dass du bei uns warst und uns ein bisschen über die Projektförderung erzählt hast. Viel Spaß noch auf dem weiteren UF. Und als Nächste aus der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre, Esther Bischof. Esther, komm zu mir. Du bist Referentin für Austausch und Vernetzung. Das sind zwei große Begriffe. Erklär mir, was ich darunter verstehen muss. Ja, sehr gerne. Austausch und Vernetzung hebt im Prinzip darauf ab, dass wir das, sagen wir mal, das Ohr an der Community darstellen wollen, dass wir so gut wie möglich verstehen wollen, was sind die Themen, die vielleicht in der Zukunft kommen, was passiert, was beschäftigt die Hochschulen, und das eben nicht nur auf der Ebene von Hochschulleitung, sondern in Bezug auf alle Akteursgruppen, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Also ich glaube, die UF, das UF ist ja ein Teil dieser Aktivitäten. Ihr hattet, glaube ich, jetzt noch gar nicht so viel Zeit, euch wirklich um den Aufbau der Strukturen zu kümmern. Aber das UF ist ja sicherlich nur ein Startpunkt. Habt ihr schon eine ungefähre Vorstellung, was als Nächstes auf uns wartet von der Stiftung? Ja, also du hast schon völlig recht. Es ist tatsächlich so, dass wir im letzten Jahr Strukturen und Inhalte gleichzeitig und das aus dem Nichts mitten in der Pandemie gemacht haben. Das war völlig verrückt. Wir sind im Aufbau. Das UF ist tatsächlich das erste wirklich große Projekt, was ja gut zusammengekommen ist mit dem Umstand, dass wir jetzt eben diese Digitalisierungsförderung gehabt haben. Digitalisierung ist aber natürlich nicht unser einziger Schwerpunkt, absolut nicht. Also wir sind nicht die Digitalisierungsstiftung, sondern da kommen ganz unterschiedliche Aspekte zum Tragen in der Zukunft. Wir haben jetzt im letzten Jahr gestartet mit einer längeren Runde von Thinktanks, also mit der Möglichkeit in tatsächlich auch kleinen Gruppen, das ist uns im Bereich Austausch und Vernetzung durchaus wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, individuell und persönlich mit den Leuten eine Beziehung herzustellen und eben tatsächlich vertrauensvoll miteinander sprechen zu können. Da haben wir Veranstaltungen digital gemacht zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen, um eben tatsächlich mal zu horchen, was treibt die Leute um, was sind die Themen, die kommen werden, uns ansprechbar zu zeigen, deutlich zu machen, dass wir diese Impulse brauchen aus der Community, sonst können wir unsere Arbeit nicht anständig machen. Mhm. Also das ist ein echt total spannender Punkt, den du ansprichst, weil also für mich stand die Stiftung ja ganz lange so als einfach Fördergeber. Ne? Die schütten Geld in die Landschaft, wir als Hochschulen konkurrieren um das Geld, und das ist die Aufgabe der Stiftung. Ich glaube, dein Bereich und auch der Bereich vom IWO zeigt ja ganz deutlich, die Stiftung will eigentlich mehr. Mhm. Und ich glaube, die Vernetzung ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Nächstes kommt auch noch eine Konferenz, habe ich gesehen bei euch auf der Homepage, die Turn-Conference. Kannst du da schon was sagen? Ja, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Die Turn-Conference ist der Versuch, eine Konferenz in die Welt zu bringen, die von Hochschulen gehostet wird. Das wird jedes Jahr ausgeschrieben, da können sich die Hochschulen drauf bewerben, und eben das wird eine Präsenzkonferenz, also das ist was ganz anderes als diese Riesenveranstaltung wie das UF. Das wird, glaube ich, auch einen sehr viel persönlicheren Rahmen haben. Da werden unterschiedliche Schwerpunkte durch die Hochschulen zu gestalten sein, denn wir haben eben nicht die Auffassung, dass wir jetzt diejenigen wären, die um die Ecke kommen und es besser wissen, sondern all das, was zu wissen ist, muss man eben miteinander in Kontakt bringen, da wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nötig ist. Und herauszufinden, wen man mit wem miteinander in Kontakt bringen muss, ist eigentlich das, was wir im Bereich Austausch und Vernetzung versuchen herzustellen und dann eben auch dafür eine Öffentlichkeit auf den Weg zu bringen. Das ist natürlich auch das, was uns mit der Turn umtreibt. Und auch wir werden im Bereich Austausch und Vernetzung in der Zukunft Ausschreibungen kleinerer Art machen, die nochmal wieder in andere Richtungen gehen. Wir haben eine große Sammlung im letzten halben Jahr gemacht zu lehrbezogenen Netzwerken, um überhaupt erstmal zu schauen, was ist eigentlich in der Welt. Da sind mittlerweile über 180 lehrbezogene Netzwerke zusammengekommen aus den Fachwissenschaften unterschiedlichster Art und Weise, und da kommen eben ganz motivierte Individuen zusammen, die für eine Sache brennen und die sich organisieren und was voranbringen. Und es ist natürlich irgendwie sinnvoll, auch daran dann anzuknüpfen. Mhm. Sehr cool. Das heißt, wir halten alle nach der Turn-Konferenz Ausschau und motivieren unsere Hochschulen, sich
an der Ausschreibung zu beteiligen, absolut, um die durchführen zu können. Ja. Also wieder der Aufruf in die Community, sobald der Aufruf zur Turn-Konferenz raus ist, müssen wir ran und Anträge schreiben. Sehr schön, Esther, ich danke dir. Sehr gerne. Als nächsten und letzten heute habe ich, also nicht heute, sondern für diese Session habe ich bei mir Ivo van den Berg. Ivo, wir haben uns, glaube ich, zum ersten Mal in Emden getroffen, an dieser wunderschönen Hochschule Emden-Leer, wo man von der Hochschule direkt ins Meer paddeln kann. Du hast deinen Standort gewechselt und hast jetzt den Bereich Wissenstransfer in deiner Verantwortung. Gib uns einen Überblick über die Ziele und Aktivitäten, die ihr so macht. Ja, also wir können eigentlich starten bei den Herausforderungen, die wir haben. Wir haben, glaube ich, ziemlich klar vor Augen, dass Lehrende und auch Hochschulen auf verlässliches Wissen eigentlich und zugängliches Wissen angewiesen sind. Und die Frage ist, woher kriegen sie das? Und das insbesondere bei der Frage, die Innovationen, die jetzt überall anlaufen, wie kommen diese Innovationen von der einen Hochschule, von der einen Person zur nächsten? Das ist so der grobe Rahmen. Und dann, das bedeutet, wir haben eine ganze Menge Aufgaben vor uns. Wir müssen eigentlich identifizieren, wer dieses Wissen hat, wie wir dieses Wissen dokumentieren können, wie wir das Qualität sichern können auch, ja, um das dann auch wieder in irgendeiner Form in die Community zurückzubringen, nämlich darzustellen, in bestimmte Formate zu gießen und tatsächlich auch wieder mit der Community eigentlich in Austausch zu treten und das zu fördern und auch wieder in die Hochschullehre hineinzubringen. Mhm. Das ist so der grobe Rahmen so dafür. Kann man natürlich sagen, wir sind eine kleine, verhältnismäßig kleine Stiftung, also mit 30 Leuten und 3 Personen im Bereich Wissenstransfer ist das gar nicht zu schaffen ohne Community. Das heißt also, du brauchst eine Community und kannst eigentlich nur die Community stärken. Und das ist, glaube ich, auch unser Anspruch, den wir da haben, dass wir sagen, wir wollen das mit der Community machen. Wir wollen fragen, was für Wissen braucht die Community und wie können wir es am besten darstellen und bereitstellen. Und ja, das ist der große Rahmen, glaube ich. Ja. Also für mich ist das deshalb so spannend, weil damit die Stiftung ja sozusagen ihr Ohr auch immer am Puls der Zeit hat und auch bei den Projektförderungen, und so überlappen sich dann ja auch eure Bereiche, eben immer genau dort den Finger drauflegen kann, wo auch die Bedarfe formuliert werden aus der Community. Von daher ist es plötzlich gar nicht mehr überraschend, dass diese 3 Säulen bei euch zusammenkommen. Das erste greifbare Produkt aus deinem Bereich war der Infopoint Hochschullehre. Da habe ich ja mitgemacht in der Reihe über die E-Prüfungen. Sag uns ein bisschen was der Infopoint Hochschullehre ist und wie es weitergeht mit dem Infopoint Hochschullehre. Ja, also der Infopoint zeigt eigentlich ganz deutlich, wie wir agieren wollen als Bereich Wissenstransfer auch, weil wir gerne mit der Community, also in diesem Fall mit dem HFD zusammen, eigentlich Expertise, die vorhanden ist, in deiner Person in diesem Fall, eigentlich der Community wieder zur Verfügung stellen wollen. Ja? Und dafür hatten wir dann 6 Infopoints angelegt mit ca. 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die sich da haben austauschen können, beziehungsweise die von deiner Expertise, beziehungsweise von der Expertise, die in der Community Working Group aufgebaut worden ist, profitieren konnten. Mhm. Und die sind natürlich wieder Multiplikatoren, habt ihr schon gehört. Ja. Und das könnt ihr aber auch alles nochmal nachsehen, weil die ganzen Sachen natürlich auch online sind, sodass das nicht nur so dieses einmalige Moment war, sondern tatsächlich auch über Medien weitergetragen wird. Ja. Das heißt also, diese Reihe wird weitergehen. Wir haben den Infopoint Hochschullehre jetzt nicht nur einmal gemacht, sondern wir werden den öfter noch machen. Das ist wahrscheinlich, aber wir gucken uns das jetzt nochmal genau an, ob wir die Ziele erreichen konnten, die wir uns so vorgenommen haben. Und natürlich wird es dann nicht mehr um digitale Prüfungen gehen oder nicht nur um digitale Prüfungen, sondern um viele, viele weitere Themen auch. Außerhalb von der digitalen Welt. Mhm. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir so ein bisschen auch den Fokus weglegen von der ersten Förderreihe der Stiftung, die ja klar sich mit Digitalisierung beschäftigt hat und einfach verstehen, das ist nicht die Stiftung für Digitalisierung in der Hochschullehre, sondern für Innovationen in der Hochschullehre und die können auch analog sein.